Der Point of No Return ist überschritten. Die Zeit des Warnens ist vorbei. Überwachungsgesellschaft, Wirtschaftskrise und Klimawandel. Mit diesen markanten Aussagen gibt das diesjährige Ars Electronica Festival in Linz bereits die richtige Richtung vor. Unter dem Thema Repair – sind wir noch zu retten? Finden sich auch in diesem Jahr internationale Artists and Speakers in der Stahlstadt in Linz ein. Präsentiert werden Erfindungen und Ideen zur Bewältigung des drohenden Unheils, dem Exodus. Heute, am ersten Tag des Festivals, befinden wir uns in den altehrwürdigen Gemäuern der seit September 2009 geschlossenen Tabakfabrik. Rund 30.000 Quadratmeter stehen als Festival-Location zur Verfügung. Wir werden uns die angebotenen Workshops näher anschauen, sowie die Menschen und Ideen dahinter präsentieren. Im Jahr werden in Österreich durchschnittlich 5,4 Tonnen Müll pro Kopf produziert. Auf der Ars Electronica 2010 werden zwei zukunftsweisende Projekte zur Bewältigung dieses Müllproblems vorgestellt. Unsere erste Station bringt uns zu einem Workshop namens Scrap Design. Worum es sich hierbei handelt und wie diese Idee dazu beitragen kann, die Welt zu reparieren, wird uns Frau Lüftenegger präsentieren. Scrap Design ist die Verarbeitung von Elektronikschrott zu Schmuck. Und zwar im Sinne vom traditionellen Goldschmiedehandwerk. Es werden hier Computer ausgeschlachtet, der Elektronikschrott, also die Elektronikteile ausgebaut und bis ins Kleinste zerlegt und dann zu Schmuck verarbeitet. Der erste Schritt ist, dass Alt-PCs, die nicht mehr benötigt werden, und normalerweise im Abfallsammelzentrum landen oder durch eine private Sammlung daherkommen, zerlegt werden, und zwar in alle Einzelteile. Dann haben wir natürlich noch Station für die groben Arbeiten. Also ich habe Berichte gesehen über diese Müllhalden in Indien, in Afrika, wo unser Computerschrott landet und wo kleine Kinder mitten in den, zwischen die Kondensatoren die schädlichen Stoffe enthalten oder diese Plastikteile, es werden Kabeln abgefackelt, in diesen Gasen und Abgasen leben. Und da denken wir, wir sollten uns um unseren Schrott selber kümmern und die Idee wäre da. Ja. Dass man nicht nur aus Elektroschrott etwas Neues kreieren kann, beweist das Team von unserer zweiten Station, dem PepLab. Hier werden umweltfreundliche Kartonmöbel hergestellt. Also das Thema der Ars ist ja Repair, sind wir noch zu retten. Und es beschäftigt sich sehr viel mit nicht nur Recycling, sondern eher eben Sachen wieder zu verwerten und nicht nur einer anderen Sache zuzuführen, sondern halt irgendwie das auch wieder zu verbrauchen, was man daheim liegen hat zum Beispiel. Und in dem Fall ist Karton Material, das man halt permanent irgendwie durch irgendwelche Packerl oder so kriegt. Und wir haben halt versucht, was Neues draus zu machen. Also wir haben uns Vorlagen gebaut irgendwie. Die Vorlagen werden auf die Kartons aufgelegt, dann wird das abgezeichnet, ausgeschnitten und dann zusammengesteckt und am Schluss wird noch getackert. Der Arbeitsaufwand, wenn man eingespült ist, im Team eine gute halbe Stunde mit drei Leuten. Also ich bin mir sicher, dass die Couch 5 Jahre super durchhält.